Die grafische Qualität alter Videospiele kann Nutzern mit neuen, hochauslösenden Fernsehern häufig den Spaß nehmen. Modernisierte Neuauflagen verschiedener Hersteller packen nun alte Spiele auf neue Hardware. Alte Schätzchen wie Super Nintendo, PlayStation oder Sega Mega Drive haben bei ihrem Erscheinen grafisch Maßstäbe gesetzt. Wer die Kisten aus den 1980er und 90er Jahren heute voller Vorfreude an einen modernen Flachbildschirm anschließt, erlebt meist eine böse Überraschung. Die Grafikpracht von damals sieht auf hochauflösenden Full HD und 4K Displays einfach nicht gut aus. Wer die alte Konsole aus dem Keller trotzdem noch nutzen will, hat zwei Möglichkeiten: entweder kauft man einen alten Röhrenfernseher und kommt der Konsole so technisch entgegen. Alternativ funktioniert auch der Umweg über sogenannte Scaler. Solche Geräte bereiten das Bildsignal für moderne Fernseher auf. Die Verwendung von Scalern funktioniert nicht mit jeder Konsole ganz problemlos, schränkt Andreas Lange vom Computerspielmuseum Berlin ein. Der Experte für neue und historische Videospiele empfiehlt Gelegenheitsspielern deswegen Retro-Konsolen. Diese modernisierten Neuauflagen packen die alten Spiele auf neue Hardware. So zum Beispiel der NES Classic Mini von Nintendo, eine Neuauflage des Nintendo Entertainment Systems aus den 80er Jahren. Die Retro-Konsole ist kompatibel mit modernen Fernsehern, HDMI-Kabel ins TV, Kabel einstecken, einschalten, fertig. Allerdings sind nur 30 Spiele wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong und Co. installiert, nachrüsten geht nicht. Offiziell ist die beliebte Konsole bereits ausverkauft, im Netz wird der kleine graue Kasten teuer gehandelt. Für 2018 hat Nintendo Nachschub versprochen. Auch den Nachfolger Super Nintendo